Juhu, Plants versus Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zur Hölle. Ach du liebes Bisschen, das wird ja lustig. Wir haben Leiter-Zombies, Bungee-Jumping-Zombies und Basketball-Zombies. Wir brauchen auf jeden Fall Sonnenlicht. Wir brauchen auf jeden Fall Flower Pots. Wir sollten mit den Umbrella Leaves arbeiten. Damit die Zombies nirgendwo durchkommen mit Walnuts, Potatoes. Dem Magnetschroom gegen die Leitern. Und dann brauchen wir noch etwas, das Schaden macht. Gehen wir mal auf YOLO-Pulte. Bin mal gespannt, ob das eine gute Idee ist. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Kampf. Und ich esse weiter meine Gummibärchen. Yeah! Oh, ein blaues. Ach, das war's. Ich dachte, warum ist das anders? Muss ich nicht mal nachgucken. Heidelbeere. Nicht schlecht. Oh, da kommt der erste Zombie. Hallo, Zombie! Das hätte ich gar nicht machen müssen. Dann laufe ich an die Gartenhaken. Ich habe ja wieder Gartenhaken gekauft. Exzellente. Jetzt taucht er da unten auf. Blöd. Wir sollten dann so pflanzen, dass wir wieder nutzen können. Und dass, ab diesem Punkt hier die Pea-Shooter auch schießen können. Im Notfall. Einfach mal ein bisschen anders von der Meta arbeiten müssen. Oh. Das sieht doch gut aus. Oh oh. Werden wir mit dem hier da platt stampfen müssen. Achso, ja, ich kann jetzt hier weiter pflanzen. Ich möchte recht viel Sonnenlicht haben. Und recht viel Abwehr gegen die Bungee-Zombies. Maximum ausschöpfen. Gleich wird unser kleiner... Wie heißen die Dinger eigentlich im... Squash. Genau, Squash. Ha, bam! Böse gucken und alles zerstampfen. Na ja, gut. Mal gucken, ob das hier noch schnell genug geht. Wird hier eigentlich eingeeist. Eigentlich sollte das reichen. So, das sieht jetzt nach einer akzeptablen Meta aus. So, von der Grundidee her. Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Machen wir es doch mal so. Decken wir die noch auf. Und wenn jetzt jemand mit einer Leiter kommt, hat er ein Problem. Sei denn, er kommt auf einer anderen Lane mit einer Leiter. Aber das ist auch noch eine andere Geschichte. Komm schon, ich brauche mehr Sonnenlicht. Sehr gut. Und zerstört. Dann widme ich mich jetzt wieder dem Pflanzen der Pea-Shooter und dann Melonen. Dann sind Melonen wichtig. Bin ja mal gespannt, ob das so von der Taktik her funktionieren kann, was ich mir da ausgedacht habe. Wir sind jetzt sehr darauf angewiesen, dass nicht zu viele Wellen auf einmal kommen. Und ich wollte gerade sagen, dass nicht zu viele Zombies mit Hütchen auf einmal kommen. Aber genau dann passiert das natürlich. Genau dann. Achso ja, und die hier muss ich ja auch noch schützen. Nach allen Richtungen natürlich. Okay. Wenn die beiden erledigt sind, dann sollte die erste große Welle kommen. Oh Gott, es kommen vier Wellen! Vier Wellen, das habe ich nicht gesehen!
Oh oh. Winter wird uns, glaube ich, ganz schön nass machen. Oh Gott, hört mal auf, so viel daran zu fressen. Da kann ich gar nicht hingucken. Oh, jetzt kommt schon die große Welle. Oh. Günther, sei bitte nicht zu hart zu uns. Doch, ich wieder hingefroren. Egal. Ich werde mich durch den Frost kämpfen und alles um mich herum vernichten. Ich, der Eisgünther von Eisingen. Oh Gott. Ist der das Squash-Zombie, das nicht eigentlich auch irgendwie, wenn die dann da vorne kommen, der geht doch über zwei. Wenn die jetzt hier an der Pflanze fressen, müsste der eigentlich reagieren. Oh, das war unnötig. Na gut, es gibt Schlimmeres. Wow! That was close. Okay, jetzt kommt die Leiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob... Ja. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Magneten von brauchen. Und ich brauche dringend mehr Melonen. Mehr Melonen und größere Melonen. Größere Melonen, genau. Also da kann ich... Nee, die stelle ich für die Squashs dahin, beziehungsweise für die Magneten. Aber jetzt hätte ich trotzdem erstmal gerne Melonen. Du kannst da raus, mein kleiner Freund. So, die stellen wir mal so auf. Ihn am meisten, weil der macht auch noch Schaden an dem Teil da oben. Oh mein Gott, nein. Basketballmaschinen-Zombies. Das ist jetzt blöd. Brauche ich noch mehr Melonen. Kommt schon, Ladies. Gebt mir mehr Sonnenlicht. Das wird zwar knapp da oben. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Hier setze ich einfach mal Notfall-Squash hin. Okay, der Leiter-Zombie ist seine Leiter auch gleich los. Ja, wunderbar. Passt doch. Perfekt. Schokolade. Okay, und auch wenn das nächste Mal Günther mit der gigantischen Horde an Eimer-Zombies kommen sollte, werden wir das schaffen. Wir können Gott sei Dank noch ein paar Magneten notfalls ganz schnell pflanzen. Sei denn, ich hole mir jetzt die Melone. Ja, wäre schon ganz gut, hier hinten zu haben. Weil der kommt mir doch gefährlich nah, aber ich habe ja noch notfalls meinen Squash-Zombie. Mein Squash-Zombie-Brecher. Squash-Zombie wäre komisch. Los, Kürbis! Tu deinen Dienst! Ja, oder bist du eine Gurke? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ein Squash ist. Jedes Mal frage ich das. Jedes Mal beantwortet ihr mir das in den Kommentaren. Und jedes Mal bin ich nach wie vor verwirrt. So, unsere Melonen stehen alle bereit. Das ist sehr gut. Unsere Squash sind notfalls auch wieder einsatzbereit. Jetzt kommen die ganzen tollen Nüsschen daran. Und hier lasse ich meine kleine Mine hin. Böse Mine zu gutem Spiel. Was ja stimmt, Plants vs. Zombies ist ein sehr gutes Spiel. Nein, finde ich überhaupt nicht. Das ist so gemein. Du schlachtest mich und meine Freunde einfach ab. Das ist grausam. Mit ekelhaft. Und pervers. Ich empfinde dieses Spiel als sehr lehrreich. Es lehrt einen Voraussicht. Die richtige Nutzung von Ressourcen, die knapp bemessen sind. Dass Zombies eine große Schwäche gegen Pflanzen haben. Und dass man Melonen nicht verärgern sollte, weil sie einen im Garten sonst eventuell kaputt ballern. Hm? Ja, natürlich. Als ob das ja alles der Realität entsprechen würde. Das ist ja doch. Leb du nur in deiner kleinen Traumwelt. Verrückte Irre. Ich jedenfalls bereite die nächste große Welle vor. Und werde euch alle in die Knie zwingen. Wenn du meinst, unser armes Tollnüsschen. You shall not toll not. Nee, wie war das noch? You shall not pass not. Oh Gott. So schlimm. Oh. Die armen Basketball-Zombies, die haben so gar keine Chance. Die bewegen sich ja nicht mal vorwärts.
So, dann mache ich da noch mal ein paar mehr Melonen hin, weil das ist einfach lustig. Hahaha. Bäm. Die ganzen Melonen da fliegen, das ist zu schön. Alle Zombies eingefroren. Bofrost-Zombies. Ew. Lieber nicht. Wobei das, was man manchmal bei Bofrost kauft, nein, ich sag's nicht. Lieber nicht. Ach, ihr habt doch keine Chance, ihr komischen Jumping Bungee Zombies Doomschisselwindessel. Dafür habe ich gesorgt. Diesmal habe ich es geschafft, diese komischen Schirmpflanzen gut zu setzen. Das war das letzte Mal nicht ganz so optimal. Huch, Günther ist ja einfach schon weggeballert worden. Naja, ignorier mich ruhig. Ich kenne das ja auch nicht anders. In Minecraft redest du ja auch gar nicht mehr mit mir. Wir müssen Günther unbedingt mal in Minecraft wieder ein bisschen mehr einbeziehen. Vielleicht vors Haus pflanzen. Vielleicht pflanzen wir in Minecraft die ganzen Bäume einfach mal um. Einen ins, in die Steppe, in die Savanne und einen direkt an unser Haupthaus dran. Ich denke, das ist eine gute Idee. Nichts mit Jiha. Selber Jiha. Wie hat der denn bitte so eine riesige Nuss da hochgekriegt? Ich fass es nicht. Muss doch viel zu schwer sein. Eiskalt. Oh, Schokolade. Eiskalt. Unglaublich. Boah, so die Melonenkatapulte sind schon ein bisschen krank. Ich freue mich auf die letzte Welle, da wird überhaupt nichts lebend durchkommen. Mal annähernd. Nein, nichts mit Jiha. Nope. Nope, sir, nope. Not today. Not on my roof. Also versuchen es auch immer wieder. Jiha! Boing. Okay, die letzte große Welle, Günther. Be prepared to die. Ich bin doch schon tot, dumme Nüsse. Apropos dumme Nuss, das gefällt mir jetzt nicht so. Na, er nimmt die Nuss mit, dann setze ich wieder eine hin. Wo ist denn Günther jetzt abgeblieben? Du hältst dich wieder auf andere Dinge konzentriert und hast es nicht mitgekriegt. Ja, was hast du jetzt davon? Dann siehst du mich halt doch weniger als sonst. Ja, stirb nur vor Kummer. Und Schmerz. Ach, Güntherchen. So, haben wir's? Ja, wir haben's. That is nice. Ach, einmal strecken. Oh, oh. Gag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